Hallo und herzlich willkommen auf Yuvami Entertainment. Ich habe wieder ein Adventstürchen geöffnet. Und falls ihr noch immer kein Yuvamianer seid, dann abonniert diesen Kanal schnell und betätigt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und hinter diesem Adventstürchen, das ihr jetzt geöffnet habt, versteckt sich wieder ich, der euch etwas über das Jahr 2018 erzählt. Es wird also ein Jahresrückblick. Und ja, viele von euch haben wahrscheinlich das Gefühl, dass das Jahr 2018 schneller vorbeiging, richtig kurz war, als das Jahr 2017. Aber da muss ich euch aufklären. Die Jahre haben in der Regel immer dieselbe Anzahl an Tagen, 365 Tage oder so im Jahr. Und auch dieselben Wochenanzahl. Nur ab und zu im Februar, da kriegt man irgendwas dazu oder was nicht. Also so viel kürzer als das Jahr 2017 war 2018 oder ist 2018 ja nicht. Das nur vorneweg. Letztes Jahr zu dieser Zeit, ne, da war ich Ersti, also Erstsemester, und wusste ungefähr, dass ich noch 3 Jahre studieren werde und dann ins Berufsleben starte. Dieses Jahr müssen wir halt chronologisch vorgehen. Und ihr habt vielleicht das Erstsemester von mir gesehen, das war so im Februar, als das Erstsemester vorbei ging. Wir können uns alle gerne daran erinnern, wie es war. Ne? Es war nicht so gut für mich. Ich habe viele Prüfungen nicht bestanden, nur 2, um genau zu sein, aber dafür gut. Sehr gut sogar. Dann ging das zweite Semester los bei mir. Das zweite Semester, ich habe mir natürlich vorgenommen, nicht mehr so viel zu schlafen, gut aufzupassen. Das habe ich alles auch gemacht. Eine Zeit lang, sogar relativ lange. Aber da musste ich die Prüfungen vom ersten Semester nachholen. Und ja, da habe ich leider eins nicht geschafft. Und dann hatte ich schon 2 Versuche dafür auch verschwendet. Ja, einfach so aus dem Fenster geworfen. Dann hatte ich noch einen 3. Versuch, den hätte ich jetzt schreiben können oder in 1,5 Jahren, also kurz vorm Ende des Studiums so fast, ja. Und hätte ich den nicht geschafft, dann könnte ich mein ganzes Studium an den Nagel bleiben. Also musste ich mir was überlegen und ich habe mir überlegt, ich wechsle meinen Studiengang. Das habe ich dann auch getan. Bevor aber der Wechsel kam, hatten wir noch eine wunderschöne Reise nach St. Petersburg. Das war, wenn man jetzt so wirklich darauf zurückschaut, habe ich das kurz vor den Prüfungsphase bei mir von meinem 2. Semester gemacht. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, darüber lässt sich streiten. Wir hatten eine tolle Zeit, ja, das war wirklich einer der besten Urlaube, die ich hatte. Und danach kamen die Prüfungen. Die Prüfung habe ich nicht, also ich habe meine vom letzten Jahr, vom 1. Semester die Prüfung nicht bestanden und habe dann einfach die andere Prüfung nicht geschrieben. Dann kam natürlich wieder Oktober und ein neues Studiensemesterjahr hat begonnen. Und ich bin wieder Ersti. Ja, jetzt studiere ich 14 Stunden von zu Hause entfernt. Habe meine eigene Bude im Studentenwohnheim. Ja? Das Video müsst ihr euch reinziehen, falls ihr es noch nicht angesehen habt. Und ja, die Vorteile, von wenn man zu Hause wohnt oder wenn man halt zu Hause studiert. Man hat seine Leute um die Umgebung, man weiß, wo was ist. Wenn man Neues anfängt, ja, dann hat man so einige Probleme. Als erstes muss man sich orientieren, aber das kriegt man recht schnell hin. Man schaut sich einmal eine Karte an, ja, könnt ihr auch Google Maps auch schauen, merkt sich, wo die wichtigsten Punkte sind und dann war's das. Der Rest lernt man dann halt mit und schaut sich, ja, das ist das größte Gebäude, wenn es eben sowas gibt und daran orientiere ich mich immer. Wenn ich das sehe, ach, dann bin ich gleich zu Hause. Was auch noch wichtig ist, zu meinem neuen Studiengang vielleicht zu wissen, dass in meinem alten Studiengang hatte ich vielleicht 5, vielleicht 6 weibliche Mitschülerinnen, also Mitstudentinnen. Und hier in diesem Studiengang sind jetzt einfach nur 80% weibliche Studentinnen. 80%. Das heißt, der Mann ist in der Unterzahl. Also zusammengefasst war mein Jahr 1. Semester verkackt, 2. Semester verkackt, geiler Urlaub gehabt im Sommer, FIFA, St. Petersburg. Neues Semester wieder angefangen als Ersti und jetzt ist schon wieder das Jahr vorbei. So lässt sich mein Jahr wirklich kurz zusammenfassen. Ganz oberflächlich, ohne ins Detail zu gehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr noch immer kein Yuvamianer seid, dann abonniert diesen Kanal, denn mit jedem weiteren Yuvamianer, ja, mit euch da draußen, können wir diese Welt erobern. Und in diesem Sinne, ciao ciao und viel Spaß mit unseren anderen Türchen.